Die Smash Bros. Amiibo neigen sich dem Ende zu. Jetzt kommt sogar schon das Duck Hunt Duo. Dürfte ein sehr, sehr guter Trainingspartner sein, denn ich meine, kein anderer Charakter trollt so extrem nervig wie das Duck Hunt Duo. Aber hier geht's ja mehr um die Amiibo-Figur und die finde ich in Ordnung. Also ist jetzt nichts Spezielles, aber auch nicht wirklich schlecht. Voll okay, denke ich, holt man sich, wenn man den Charakter spielt. Und vielleicht, wenn man schon ewig Nintendo-Spieler ist und großer Fan. Ja, und Duck Hunt schon auf dem NES gezockt hat. Dann wohl auch. Aber ich glaube, für die Jüngeren dürfte diese Figur größtenteils uninteressant bleiben. Sollte ich mich irren, dann schreibt es in die Kommentare. Habt ihr zugegriffen? Ja oder nein? Welche Smash Bros. Amiibo fehlen denn jetzt eigentlich noch? Mir fällt neben einigen DLC-Charakteren eigentlich nur Falco ein. Aber da gibt es bestimmt noch mehr. Da Smash Bros. Zero ja leider verschoben wurde, bin ich mir gerade nicht sicher, ob die Falco Amiibo immer noch zu diesem ehemaligen Release-Datum erscheinen wird. Naja, bei mir seht ihr es sowieso, früher oder später. Mal abwarten. Jetzt erstmal dem gefrästigen Hund was zum Essen hinwerfen. Ich habe mich mit Absicht natürlich für die Dalmatiner-Version entschieden, weil die ist einfach, ja, ganz hübsch. Der normale Hund ist ein bisschen langweilig, aber die Dalmatiner-Version schaut gut aus. Wie schlägt sich das Duck Hunt Duo nun im Kampf?